ist SV Telekom Mülheim, einst Vizemeister, jetzt Abstiegskandidat. Bei Gönnern im Team neben der Nummer 1 Danny Heister, Deutschlands größte Tischtennishoffnung, der 16-jährige Timo Boll, Jugendeuropameister und deutscher Jugendmeister im Einzel, ein Talent mit großer Zukunft. Außerdem der Chinese Chu Senkai, die Nummer 3 vom TTV Gönnern. Der mehrfache chinesische Nationalspieler ist weiterhin eine feste Größe im Team. Mit Slobodan Grujic konnte Gönnern außerdem die jugoslawische Nummer 1 verpflichten, momentan jedoch von Verletzungssorgen verfolgt. Bei PostSV Telekom Mülheim spielen als Nummer 1 Chen Xibin. Auf den Schultern des mehrfachen chinesischen Meisters ruhen die Hoffnungen des Teams aus Westfalen. Und sein Landsmann Shan Konwa, langjähriger Nationalspieler für Hongkong. Im hinteren Parkkreuz die neue Nummer 3, Maxim Schmyrev, der Russe ebenfalls im Nationalteam an dritter Stelle. Und seit 96 wieder bei Mülheim Christian Franzl. Andro präsentierte Tischtennis auf höchstem Niveau. Mit Andro Victory sind auch Sie dabei. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift präsentieren die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Freuen Sie sich auf das größte Nachwuchstalent in Deutschland, ja in Europa. Jugend-Europameister und deutscher Juniorensportler 1997. Das ist Timo Boll, 16 Jahre alt. Er spielt im Trikot von Gönnern. Tischtennis-Bundesliga im DSF. Die heutige Partie heißt TTV Rehbau Gönnern gegen PostSV Mülheim. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, aus dem hessischen Breidenbach. Hier trägt der TTV Rehbau Gönnern seine Heimspiele aus und das sehr erfolgreich. Gönnern im zweiten Jahr Erstligist, hat im letzten Jahr, also 1997, den deutschen Pokalsieg errungen. Das war eine kleine Sensation. Und mittlerweile schickt sich dieser Verein an, auch in der Tischtennis-Bundesliga die etablierten Vereine nicht nur zu ärgern, sondern sogar anzugreifen. Eine ganz andere Situation herrscht bei der PostSV Telekom Mülheim. Da ist das Saisonziel Klassenerhalt und das wird schwer genug, wie ein Blick auf die Tabelle beweist. Sie wissen vielleicht, Borussia Düsseldorf ist Tabellenführer mit 3 Punkten Vorsprung vor TTC Zugbrücke Grenzau. Da haben Sie vielleicht am letzten Freitag das Spitzenspiel miterlebt. Düsseldorf hat da gegen Grenzau gewonnen, deswegen 3 Punkte Vorsprung. Gönnern momentan Tabellendritter mit 14:8 Punkten und das sieht ganz gut aus für die Playoff-Spiele um die Meisterschaft. Da qualifizieren sich nämlich die ersten 5 Mannschaften, die Sie hier momentan sehen. Mitmischen kann da vielleicht auch noch der 6., vielleicht sogar der 7. Und Mülheim begegnen wir erst ganz unten in der Tabelle. Momentan Vorletzter mit 5 Pünktchen. Das ist ein Abstiegsplatz. Das rettende Ufer besetzt derzeit Würzburg. 4 Punkte fehlen. Das heißt also für Mülheim, jeder Punkt ist wichtig. Und das Hinspiel zwischen Mülheim und Gönnern ging damals 1:6 aus. Also Gönnern hat gewonnen. Wenngleich da die Spiele alle recht knapp waren und dieses Endergebnis sicherlich über den wahren Spielverlauf hinwegtäuscht. Die Aufstellungen beider Mannschaften für heute Abend sehen folgendermaßen aus. Bei Gönnern an 1 der Niederländer Danny Heister, 29. der Weltrangliste. Auf 2 dann Timo Boll, mittlerweile Nummer 4 der deutschen Rangliste. Auf 3 der Chinese Zhu. 4 dann schließlich der beste jugoslawische Tischtennisspieler Slobodan Grujic. Beim PostSV Telekom Mülheim Chen Xibin, das ist einer der besten Spieler in der Bundesliga, ein Chinese, dann auf 2 ein Hongkong-Chinese Shang Kong war, mittlerweile aber mit deutschem Pass. 3 schließlich Maxim Schmyrev aus Russland und 4 Christian Franzl. Vorneweg spielen ja die Mannschaften 2 Doppel, dann kommen also die nächsten 4 Spiele und sollte es kein 6:0, ein 0:6 geben, dann geht es auch in die Partien 7, 8, 9 und 10 und da treffen dann die Positionen direkt aufeinander. Das also die Spielansetzung zwischen Gönnern und Mülheim am heutigen Abend und wir steigen gleich ein mit einem Doppel. Kommentieren werden das Ganze dann Hans-Joachim Wolf
und Steffen Fetzner, der sich heute zur Verfügung gestellt hat, fachmännisch dieses Ganze hier zu beobachten. Und im Doppel, das wir Ihnen anbieten, da sehen Sie auch gleich Timo Boll, und zwar für Rebau Gönnern im Zusammenspiel mit Zhu, und auf der Seite von Mülheim dann eine chinesische Kombination, nämlich Shang Kong Wah und schon angesprochen die Nummer 1, Shen Zibin. Sein. Stümperhaft, schlecht geplant, lasch ausgeführt, das Opfer nicht richtig tot. In der Perftalhalle in Breidenbach zur Heimspielstätte des TTV Gönnern, heute im Spiel gegen den Post-SV Mülheim. Und zu meiner Rechten sitzt Steffen Fetzner. Erstmal hallo und herzlich willkommen bei uns hier beim DSF im Tischtennis. Ja, Steffen, die Topspieler sind heute zum Teil erst zurückgekommen aus Katar, von den Katar Open. Dani Heister zum Beispiel, der Spitzenspieler des TTV Gönnern, der Heimmannschaft hier. Heute Morgen 6.20 Uhr kam der Flieger aus Katar nach Frankfurt. Steffen Fetzner war nicht in Katar, warum nicht? Ja, ich bin verletzt. Ich habe schon seit längerem Probleme mit den Knien und bin da aus diesem Grund dann nicht nach Katar gefahren. Müssen wir uns Sorgen machen? Werden Sie Grenzau in den nächsten Wochen fehlen? Nee, ich denke, dass ich bis zum Ende der Woche die Verletzung so weit in den Griff bekomme, dass ich dann ab Montag wieder mit dem Training beginnen kann. Und ich denke, dass ich dann auch die nächsten Spiele für Grenzau wieder 100% Leistung bringen kann. Steffen Fetzner, natürlich den Zuschauern bekannt geworden durch seinen Weltmeistertitel im Doppel 1989 in Dortmund. Und genau zum Doppel wollen wir jetzt auch kommen, nämlich zum Top-Doppel bei dieser heutigen Bundesliga-Begegnung. Wir steigen ein im ersten Satz, und zwar begegnen sich dort die Gönnerner Partie Zhu und Boll gegen Chen Zibin und Shang Kong Wah aus Mülheim. Wir sehen den Spielstand unten rechts eingeblendet. Das hier übrigens, der Herr mit dem Stirnband, das ist Timo Boll, das 16-jährige Supertalent hier vom TTV Gönnern. Ja, Steffen, vielleicht sollten wir einfach mal zu diesen beiden Doppeln was sagen. Die Mülheimer Kombination ja in der besten Liste, wenn wir mal reinschauen, in die Liste 6:6 Spiele, auch ausgeglichene Bilanz, während Zhu Boll, glaube ich, schon ein echtes Top-Doppel der Bundesliga ist. Ja, man sieht es. Also die haben 9 Spiele gewonnen, nur 2 verloren, der Timo Boll und der Xu Senkai, wobei Zhang Kongwah und Chen Zibin eine ausgeglichene Bilanz haben. Ich denke, dass die Links-Rechts-Kombination doch Vorteile hat in diesem Doppel. Das heißt, Boll und Xu Senkai sind, glaube ich, in diesem Doppel favorisiert. Das heißt, Links-Rechts-Kombination in dem Fall, weil Timo Boll halt Linkshänder ist. Die beiden Chinesen ja auch besonders deshalb interessant, weil Zhang Kongwah ein Penholder-Spieler ist. Vielleicht sollten wir das kurz sagen. Ich hoffe, wir werden das dann gleich auch sehen. Penholder-Griff, ja eine Schlägerhaltung, die nicht unbedingt üblich ist. Ja, bei den Chinesen doch sehr verbreitet. Wobei die Chinesen inzwischen auch in der Nationalmannschaft überwiegend Shakehand-Spieler einsetzen. Das heißt, zu 80% würde ich sagen Shakehand-Spieler, denn es sind doch eindeutige Vorteile für einen Shakehand-Spieler da. Er kann mit Vor- und Rückhand agieren, wobei ein Penholder-Spieler doch ein Handicap hat, dass er eigentlich keine Rückhand hat. Ich denke, das wird auch diesem Doppel entscheidend sein, denn zwei Rechtshänder haben eh schon einen Nachteil gegen eine Links-Rechts-Kombination. Und zusätzlich hat Zhang Kongwah noch das Handicap, dass er Penholder-Spieler ist. Also das heißt, er kann seine Rückhand nicht so aggressiv einsetzen. Es war schon im Hinspiel eine relativ ausgeglichene Auseinandersetzung zwischen diesen vier Herrschaften. Chen Zhang gegen Zhu Boll, damals ging es 1:2 aus, also für die beiden aus Gönnern. 21:17 damals, der erste Satz verloren für die Mülheimer. Dann gewannen sie den zweiten Durchgang damals 22:20 und dann 21:15 für Zhu und Boll. Der entscheidende, der dritte Satz. Dieses Zusammenspiel, was ja nötig ist zwischen den beiden Spielern hier im Doppel, wird das eigentlich häufig trainiert im Training? Ja, man macht schon vor dem Spiel einige Wettkämpfe auch im Doppel, denn
Man muss sich eine gewisse Taktik auch überlegen gegen die verschiedenen Doppel. Aber insgesamt gesehen wird, glaube ich, in Europa generell sehr wenig Doppel trainiert. Ich denke, da sind uns die Asiaten auch etwas voraus, die also sehr gezielt auch Doppel trainieren. Timo Boll, den wir jetzt hinten, jetzt gerade hat er wieder die Vorhand eingesetzt, gesehen haben. Das ist ja im Moment auch Ihr Doppelpartner, Steffen, in der Nationalmannschaft. Vielleicht sagen Sie einfach mal ein paar Sätze, was zeichnet diesen doch jetzt unheimlich jungen Spieler besonders aus, der ja wirklich senkrecht starterhaft nach oben gekommen ist. Ja, der Timo ist zwar erst 16 Jahre alt, aber er ist schon unheimlich abgeklärt im Spiel. Er hat eigentlich keine großartige Schwäche in seinem Spiel auch. Er ist also mit Vor- und Rückhand eigentlich gleich stark. Er muss vielleicht noch einiges lernen jetzt, was im taktischen Bereich liegt, aber wie gesagt, es kommt auch mit der Erfahrung. Er ist erst seit vielleicht einem Jahr international dabei und er muss einfach gegen die guten Leute so oft wie möglich antreten. Wir sehen das, das ist aber überhaupt keine leichte Aufgabe für die beiden aus Gönnern. 13:11 Führung für die Mühlheimer. Ja, man hat gerade gesehen, er hat also seinem Doppelpartner angezeigt, welchem Schnitt er den Ausschlag geben wird, damit sich sein Partner auf den Rückschlag dementsprechend einstellen kann. Helmut Hampel, der Cheftrainer hier in Gönnern, hat uns vor dem Spiel noch gesagt, im Doppel, da ist das so, einer führt und der andere führt aus. Ist das wirklich so eine Art Gleichung, die man für jedes Doppel anwenden kann? Ja, das ist eigentlich immer ein Wechselspiel. Also der eine muss vorbereiten und der andere kann den Punkt dann abschließen. Und das wechselt sich eigentlich immer, je nachdem auch, wer beim Aufschlag, wer beim Rückschlag ist. Aber deswegen ist es eigentlich auch immer erfolgreich, ein Doppel zusammenzustellen, wo der eine vielleicht mehr der Vorbereiter ist, der andere vielleicht mehr derjenige, der den Punkt abschließen kann. Wenn wir dann mal auf Ihre erfolgreichsten Spiele kommen im Doppel, Roskopf-Fetzner, wie waren da die Aufgaben verteilt? Ja, eindeutig so, dass ich eigentlich derjenige war, der die Punkte vorbereitet hat und der Jörg dann zum Endschlag kommen konnte und den Punkt letztendlich dann auch machen konnte. Übrigens für die Fans von Roskopf-Fetzner darf ich verraten, diese Kombination wird es durchaus mal wieder geben, vor allem im Hinblick auf Sydney 2000, das ganz große Ziel, die Olympischen Spiele in Australien. Da werden also Steffen Fetzner und Jörg Roskopf wieder versuchen, genauso erfolgreich zu spielen wie zum Beispiel in Barcelona, als sie ja Silber gewonnen haben. Jetzt die entscheidende Phase dieses ersten Durchganges. Die Mühlheimer führen mit 17:14. Aufschlag zu. Ja, hat man jetzt sehr deutlich gesehen. Timo Boll hat den Punktgewinn eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet mit diesem aggressiven Flipball auf die Rückhandseite von Zhang Kunhua und der Xu Zhenkai musste eigentlich nur noch den Punkt abschließen. Xu auch schon 36 Jahre alt, aber immer noch unverzichtbar im Team des TTV. 16:17, sie haben sich herangekämpft. Ja, der Schiedsrichter hat auf Netzaufschlag erkannt, was eigentlich die Spieler etwas verwundert hat, aber sie akzeptieren das so. Na, das kann auch schon mal ein Spiel kippen lassen, eine solche Entscheidung. Ja, war eine wichtige Situation, war 17:16, war eigentlich ein Punktgewinn für die Mühlheimer Kombination, letztendlich steht es jetzt 17 beide. Jetzt aber wieder 17:18 für die Mühlheimer, die jetzt wieder Aufschlag haben. Also ein Vorteil, sicher auch im Doppel der Aufschlag, kann man das sagen? Ja, im Doppel ist der Aufschlag eigentlich nicht so entscheidend. Ich denke mal, jetzt hat Gönnern den Rückschlagsvorteil, denn Timo Boll als Linkshänder ist dann doch in der Situation jetzt bevorteilt. Chen Zibin beim Aufschlag. Sieht man auch, der Aufschlag war zu lang von Chen Zibin und Timo konnte eigentlich direkt einen Vor- und Topspin anbringen, der dann auch zum Punktgewinn geführt hat. Vielleicht das größte Talent, was der Deutsche Tischtennisbund im Moment auch zu bieten hat, Timo Boll. Der Jugend-Europameister, der vor kurzem auch das europäische Top-12-Turnier der Jugend gewonnen hat in Luxemburg. Im Moment gibt es sicher keinen besseren als Timo Boll in Europa in seiner Altersklasse. Und jetzt
20 zu 18 für die Gönnerner. Sie haben diesen ersten Satz quasi umgebogen. Ja, waren zwei sehr gute Rückschläge vom Timo, der zweimal den zu langen Aufschlag direkt attackieren konnte. Und jetzt der aggressive Flip auf die Rückhand, der den Can Komar doch überrascht hat. Aber man hat gesehen, das ist das große Handicap von Can Komar. Er hat einfach keine Rückhand. Kann man sich eigentlich in dem, ich sag mal, recht hohen Alter, in dem sich ja auch Can Komar durchaus schon befindet, kann man sich da nochmal umstellen? Könnte man sagen, also pass mal auf, das bringt nichts, du musst dich auf diesen Shakehand-Griff umstellen? Nein, das geht nicht. Ein Spieler erlernt mit Shakehand oder mit Penholder-Haltung. Und in diesem Alter kann man das auch nicht mehr umstellen. Vielleicht in ganz jungen Jahren ist es noch möglich, aber wie gesagt, in diesem Alter, in Can Komar sich befindet, ist es nicht mehr möglich. Aber trotzdem, man kann durchaus auch klar über 30 noch absolute Topleistungen in der Bundesliga zeigen. Die beiden beweisen das und das beweist unter anderem ja auch ihr Mitspieler in Grenzau, Andrzej Gruber, der Spielertrainer, 39 Jahre alt und er schlägt reihenweise noch Weltklasse-Leute. Ja, wie gesagt, es ist Mitte 30 oder auch Ende 30, wie Andrzej Gruber, ist glaube ich eine Ausnahme, aber er verfügt einfach über sehr, sehr viel Ballgefühl, über Talent, hat eine sehr gute Ballabschätzung, eine Antizipation und das kann man auch nicht erlernen oder trainieren. Bei den Chinesen ist es so, dass die einfach auch über eine sehr große Spielerfahrung verfügen und wenn man sieht, Chen Zibin war ja auch ein absoluter Weltklasse-Spieler, er war fünfmal chinesischer Meister und wenn man in China mal Meister war, dann hat es eigentlich schon was zu bedeuten und er war ja auch in der Weltspitze ganz vorne dabei. Davon profitiert er jetzt natürlich immer noch. Jetzt aber wollen wir wieder zum Spiel kommen. Zweiter Durchgang in diesem Doppel nach dem Zu und Boll den ersten Satz mit 21 zu 18 für sich entschieden haben. Ja, man hat es jetzt schon wieder am ersten Ballwechsel erkannt. Die Gönner-Spieler versuchen natürlich die Schwäche von Can Komar auszunutzen und versuchen ihn so oft wie möglich auf der Rückhand anzuspielen. Aber in dieser Situation hat er das eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Ja, Xu hat eben wieder versucht, ihn lang auf der Rückhand anzuspielen, aber Can hat es erkannt und ist dann umgelaufen, hat mit der Vorhand gespielt. 4 zu 1 Punkte beim Aufschlagspiel von Chen Zibin. Das ist ja wichtig, dass man, wenn man selbst Aufschlag hat, zumindest mal diesen Aufschlag nicht verliert, also 2 zu 3 oder 1 zu 4. Das kann vor allem im Einzel natürlich, aber sicher auch im Doppel durchaus eine Vorentscheidung sein, wenn man eben sein eigenes Aufschlagspiel abgibt. Jetzt der Aufschlag bei Xu Zhenkai. Im Doppel ist es eigentlich hauptsächlich so, dass der Rückschläger versucht, den Ball kurz zurückzuspielen. Also man sieht auch ganz selten mal einen langen Rückschlag. Der Rückschläger versucht, den Ball kurz zurückzuspielen, um dann seinem Partner die Möglichkeit zu geben, mit dem nächsten Ball in den Angriff zu kommen. Denn eigentlich ist es im Doppel so, dass diejenige Kombination, die zuerst in den Angriff kommt, dann auch den Punkt macht. Da sehen wir mal hier vorne links den Penholder-Griff, gerade kurz bei Can Komar gesehen. Es ist wirklich so, als wenn sie einen Füllfeder halten, liebe Zuschauer, so muss man sich das vorstellen, so muss eben da in diesem Falle der Schläger auch gehalten werden. Der Penholder-Griff hat den Vorteil, dass er beim Aufschlag dem Ball mehr Effekt geben kann. Das heißt, er hat mehr Spielraum im Handgelenk und kann dadurch dem Ball beim Aufschlag speziell mehr Effekt geben. Schauen wir mal hier hin bei dieser Aufschlagstudie von Xu. Was passiert da mit dem Aufschlag? Ja, hat jetzt natürlich mit dem linken Arm versucht, den Ball zu verdecken. Das heißt, der Gegner sollte nach Möglichkeit nicht sehen, wie er den Ball trifft, um dann durch auch schwieriger den Effekt, der im Ball ist, erkennen zu können. Wobei die Regel ja eigentlich klar ist, der Gegner muss den Ball sehen. Wenn der Ball muss eigentlich auf dem ausgestreckten Handteller liegen, oder? Ja, er muss den Ball sehen in dem Moment, wo er den Ball hochwirft. Es gibt aber eine Regel, dass der Spieler nicht mehr als 90 Grad zum Tisch stehen darf. Aber man darf trotzdem den Ball mit der Hand verdecken. Also das ist nach wie vor möglich. Also 10 zu 5 jetzt. Ja, wenn man... Ja, ersten Satz 17-13 geführt, jetzt eine 10-5-Führung. Das ist übrigens Helmut Hampel gewesen, der Cheftrainer von Gönnern, sollten wir kurz sagen. Aufschlag Timo Boll. Ja.
um ihn herum würde in Gönnern, das wollte ich kurz sagen, Steffen, um ihn herum, um Timo Boll, wurde in Gönnern diese sehr erfolgreiche Mannschaft aufgebaut. Alle Spieler dieser Mannschaft wohnen in Timo Bolls Wohnort in Höchst im Odenwald. Und sicher eine Seltenheit, vielleicht sogar eine absolute Rarität im Spitzentischtennis. Die Heimspiele der Mannschaft werden im 180 Kilometer entfernten Breidenbach ausgetragen. Und trainiert und gewohnt wird in Höchst im Odenwald. Auf dieses Modell haben wir vielleicht noch später ein bisschen mehr Gelegenheit einzugehen. Auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber man will, das hat uns Trainer Hampel ganz klar gesagt, man will hier um Timo Boll ein absolutes Spitzenteam aufbauen. Im Moment sind sie es ja schon. Wie gesagt, Pokalsieger, Finalsieg gegen Frickenhausen. Und der junge Timo Boll ist sozusagen die Galionsfigur hier beim Tischtennis in Gönnern. Um ihn herum wurde diese feine Mannschaft aufgebaut. Ich glaube, damit konnte man auch nicht rechnen, dass Gönnern so weit vorne steht in der Tabelle. Oder, Steffen? Ja, doch. Ich glaube, Gönnern hat in der abgelaufenen Saison schon gezeigt, dass sie gegen jede Mannschaft bestehen können, auch gegen die Spitzenteams. Und haben sich jetzt in dieser Saison nochmal verstärkt. Timo Boll hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Gönnern steht, glaube ich, nicht umsonst jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Und spätestens, glaube ich, mit dem Pokal haben sie auch bestätigt, dass sie dieses Jahr auch in der Lage sind, ganz vorne mitzuspielen. Im Übrigen auch noch im internationalen Geschäft dabei, im ETTU-Pokal im Halbfinale. Da sieht es aber nicht ganz so gut aus. Das erste Spiel, ich glaube, es war gegen Bad Honnef. Gegen Bad Honnef. Wurde mit 4:1 verloren. Hat man wieder gesehen, also Susan Kai hat den Chang Kumwa auf seiner vermeintlich schwachen Seite angespielt, auf der Rückhandseite, und hat auch direkt einen Punkt damit gewonnen. Links Chang Kumwa, rechts Chetsibin, und hier also jetzt beim Aufschlag zu Senkai. Es klappt nicht alles bei ihm in diesem Doppel bei Chetsibin, der ja im Einzel eine feste Größe ist bei den Mülheimern, der zuletzt zum Beispiel Samsonov und Jörg Roskopf geschlagen hat. Und das sind nun wahrlich keine Nebenspieler im Tischtennisgeschäft. Was sehr gut reagiert vom Timo, hat Ball in die tiefe Vorhand bekommen. Das heißt, es ist eigentlich jetzt in dem Doppel die unangenehme Position für ihn, wenn er ganz weit in die Vorhand laufen muss, aber den Ball sehr, sehr gut zurückgespielt. Führung jetzt wieder für die beiden Spieler der Gastgeber. Allerdings wird es wieder ein bisschen enger, 16-14 jetzt die Führung für Xu und Boll. Viele sagen ja, gerade in diesem Vierer-Mannschaftsspiel, wie das im Moment ja praktiziert wird in der Bundesliga, die beiden Doppel, die können da schon eine Art Vorentscheidung sein. Und Frank Heggenberger, der Coach des Post-SV Telekom Mülheim, sagte uns vor dem Spiel, also aus den beiden Doppeln, da wollen wir schon mit 1:1 Punkten rauskommen. Und diese beiden haben fraglos die größeren Siegchancen, zumindest erwartete man das vor Beginn dieses Spiels. Aufschlag jetzt wieder bei Chang Kong. Ja, man sieht wieder, der Timo hat sehr viele Ideen beim Rückschlag, und die Mülheimer können sich eigentlich überhaupt nicht einstellen, was passiert jetzt. Spielt er kurz, spielt er einem lang? Diese Bälle, liebe Zuschauer, erreichen Geschwindigkeiten bis 170 Stundenkilometer. Also gefragt ist eine unwahrscheinlich schnelle Reaktion. Das sieht man, glaube ich, selbst in der Zeitlupe. Macht man eigentlich spezielles Reaktionstraining, Steffen? Nein, das übt man eigentlich täglich am Tisch. Es gibt so ein Intervalltraining, wo also ein Trainer ganz nah am Tisch steht und mehrere Bälle ganz schnell hintereinander einspielt. Damit schult man etwas die Reaktion, aber wie gesagt, durch das tägliche Training automatisiert man die Bewegung derart, dass man letztendlich dann im Spiel auch keine Probleme hat, die Bälle zurückzuspielen. 18 beide jetzt in diesem zweiten Durchgang. Es steht wirklich auf des Schlägers Schneide. War jetzt eigentlich ein einfacher Fehler. Der Aufschlag vom Timo war eigentlich zu lang, aber Chetsibin hat den Ball über den Tisch gezogen. Ärgert sich auch dementsprechend. Thank you.
Hier sieht man eigentlich auch schön, wie der Timo versucht, den Schläger nur mit drei Fingern zu halten. Das heißt, er versucht, dem Handgelenk mehr Spielraum zu geben, ähnlich wie beim Penholder-Spieler dann dem Ball mehr Effekt geben zu können. Ball jetzt für die Mülheimer. Und den vergeben sie. Ja, das wäre jetzt schon sehr wichtig gewesen, dass sie hier den Punkt machen, aber zunächst einmal abgewehrt dieser Satzball von Boll und Zug. 20 Beine. Jetzt wechselt der Aufschlag bei jedem Punkt. Bespricht man sich noch mal kurz, was hat man vor, welchen Aufschlag macht man, welchen Rückschlag macht man? In solchen Extremsituationen ist es dann doch sehr entscheidend, dass die Abstimmung stimmt. Ja. Ich denke mal, Xuesen Kai hat es vor dem Aufschlag dem Timo schon angedeutet, dass er ihn vielleicht lang in die Rückhand anspielen wird. Timo hat dann dementsprechend schon vielleicht in der Diagonalen warten können, aber hat direkt den Punkt damit gewonnen. So, beim Aufschlag. Das ist passiert, tatsächlich 2:0 in den Sätzen gewinnen zu und voll gegen Chen Zibin und Chang Kong Wah und verschaffen Gönnern damit einen wichtigen Punkt zum Auftakt dieser Bundesliga-Begegnung. 1:0 durch Heister Kroos und Graz hinterher das 2:0. So, während wir hier noch eine Studie haben von zu Sam Kai, dem 36-jährigen Partner des 16-jährigen Timo Boll, der könnte also ohne weiteres sein Sohn sein, lief ja am Nachbartisch parallel die andere Doppelpartie zwischen Danny Heister und Slobodan Grujic für Gönnern und zwischen Christian Franzl und Maxim Schmirev für Mülheim. Und dieses Spiel wollen wir natürlich auch kurz uns anschauen. Hier sehen wir es. Wir gehen rein beim Spielstand von 14:12. Für Heister und Grujic im zweiten Satz. Den ersten Durchgang haben die beiden aus Gönnern auch für sich entscheiden können, nämlich mit 21:14. Franzl links, daneben sein russischer Partner Schmirev. Was können wir zu dieser Konstellation hier sagen in diesem Spiel? Ja, ist ähnlich wie im ersten Doppel für Gönnern, auch wieder eine Links-Rechts-Kombination mit Danny Heister und Slobodan Grujic. Und auf Mülheimer Seite zwei Rechtshänder, wobei der Christian Franzl eine bessere Vorhand hat als eine Rückhand. Das heißt, in diesem Fall sind, glaube ich, auch wieder die beiden Spieler aus Gönnern im Vorteil. Eine Links-Rechts-Kombination hat eben den Vorteil, dass beide nicht die langen Laufwege haben wie eine Rechtskombination und beide auch relativ oft, das heißt mit der Steigenseite, mit der Vorhand an den Ball kommen. Man sieht das hier auch, die beiden Gönnerner bestimmen hier doch deutlich das Match. Und Schmirev Franzl, nun, das muss man ganz klar sagen, sie sind Außenseiter in dieser Partie, denn sie haben auch in der Doppelbilanz in der Bundesliga erst ein einziges Match für sich entscheiden können. Vielleicht auch ein Grund, warum PostSV Telekom Mülheim am Tabellenende steht, dass man im Doppel meistens, wenn es denn gut läuft, nur einen Punkt machen kann. Klare Führung jetzt in diesem zweiten Durchgang, 19:13 für Heister und Grujic. Diese beiden übrigens in der Bundesliga-Statistik, wenn wir da schon dabei sind, 7:3 bislang. Also durchaus auch im oberen Bereich. Auf Platz 3 stehen übrigens Steffen Fetzner und Patrick Korbel vom TTC Grenzau mit 8:2. Aber hier schon 6 Matchbälle für diese beiden Herrschaften, Grujic, der jetzt Aufschlag hat, und Danny Heister, den Holländer. Es kann natürlich schon eine Vorentscheidung sein, wenn Gönnern hier mit 2:0 in Führung geht. Ich glaube, das gibt dann auch sehr viel Selbstvertrauen für die weiteren Spiele. Christian Franzl, den wir rechts sehen, mit der Brille, voll im Berufsleben stehend, Informatiker, kann nur wenig trainieren, viel weniger als die anderen. Das macht sich natürlich in einer leistungsmäßig so hochstehenden Liga wie der Bundesliga bemerkbar. Sie verlieren hier dieses Doppel mit 14:21, 15:21, damit 2:0 Führung für Gönnern nach den Doppeln. Es läuft
nach Plan der Gastgeber. Und wir geben mal ab zu Harald Schult. Ja, aber gar nicht so gut läuft es natürlich für die Gäste aus Mülheim, wenn die Doppel schon so eine kleine Tendenz sind und 0:2 lautet der Rückstand, dann wird es natürlich schwer für den restlichen Abend. Wenn Sie schon Stammzuschauer sind bei unserer dritten Übertragung im DSF, dann wissen Sie, es lohnt sich, Papier und Bleistift bereit zu legen. Denn es gibt bei uns ein Gewinnspiel und da lautete die Frage vom vergangenen Freitag: Welchem Team gelang in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison der einzige Sieg gegen Borussia Düsseldorf? Die richtige Antwort war natürlich TTC Zugbrücke Grenzau. Das Ganze endete damals 6:4 und es ist noch immer die erste Niederlage für Borussia Düsseldorf. Vier Damen und Herren haben gewonnen, sozusagen die Wochenpreise abgeräumt. Und sie lauten: Michael Heinrich aus Iffezheim, Sabine Straub, Schwäbisch Gmünd, Sebastian Brunn aus Kötzting und Christoph Menning, Vettingen. Sie hatten nicht nur die richtige Antwort, sondern haben auch einen Wochenpreis. Und was das genau für ein Preis ist, können Sie nachlesen unter der Videotexttafel im DSF 866. Und hier haben Sie es nochmal im Bild. Gewinnen Sie einen kompletten Dress der deutschen Nationalmannschaft oder von Weltmeister Jan-Ove Waldner von Donnig. Spielen Sie als Erster mit dem neuen Hightech-Belag Bryce und dem Schlägerholz Nicole Struse oder dem Sport- und Freizeitanzug Auckland von Butterfly. Als Hauptpreise der Tischtennisroboter Amicus 2000 von Butterfly oder die Tischtennisplatte Donnig Waldner Sinus. Hotline 0190 270 350. Alle Infos und Preise auf DSF-Textseite 866. Viel Glück! Die heutige Frage für diese Woche lautet: Gegen welche Mannschaft gewann der TTV Rehbau Gönnern das Pokalfinale 1997? War es Borussia Düsseldorf? War es der TTC Jülich oder der TTC Metabo Frickenhausen? Na, ich denke, auch das ist nicht allzu schwer. Einsendeschluss, Teilnahmeschluss ist wie immer der kommende Donnerstag 0 Uhr. Und das Ganze, wie gesagt, nachzulesen unter der Videotexttafel 866, denn für manche geht das dann doch etwas zu schnell. So, also Gönnern führt 2:0 nach den Doppeln. Das nächste Einzel hieß dann Danny Heister gegen Chiang Kong Wa. Und dazu sind wir gleich wieder zurück. Es gibt Reiseveranstalter, da sind sie in den besten Händen. Wir bieten Ihnen dazu. 2:0 also für TTV Gönnern gegen Mülheim nach den Doppeln. Und im ersten Einzel, das wir Ihnen zeigen wollen, liebe Zuschauer, stehen sich der Holländer Danny Heister, den wir hier vorne sehen beim Aufschlag. Die Nummer 1 also von Gönnern gegen Chiang Kong Wa. Gegenüber Chiang Kong Wa, die Nummer 2 des Post SV Telekom Mülheim, der 36-Jährige, der mittlerweile, Harald Schult hat es vorhin schon gesagt, die deutsche Staatsbürgerschaft auch besitzt. Ja, Danny Heister, ein schwieriges Programm für ihn. Heute Morgen kam er zurück aus Katar, das haben wir vorhin schon angesprochen. Ist das eigentlich sehr störend, sowas? Kann man da sich überhaupt noch vernünftig vorbereiten auf eine Bundesliga-Partie, wenn man also nachts noch fliegt, dann hierher muss, vielleicht zwischendurch ein, zwei Stündchen schlafen kann, Steffen Fetzner? Das ist nicht die beste Vorbereitung für ein Bundesligaspiel, sicherlich. Nur das Problem ist schon jahrelang eigentlich da, dass die Nationalspieler eben ihre internationalen Verpflichtungen haben und dann teilweise auch erst sehr kurz zu den Bundesligaspielen anreisen. Das stört mit Sicherheit auch in der Konzentration, aber ich denke, der Danny Heister ist gut genug, um dieses Spiel trotzdem gewinnen zu können. Ja, es ist ein enges Match schon in diesem zweiten Satz, müssen wir ja in diesem zweiten Satz sagen, denn im ersten Satz gewann Danny Heister mit 21:15. Wir sind also in diesem zweiten Durchgang jetzt und es steht 12:13. Für ihn hier. Und es war auch im Hinspiel ein knappes Match. Damals gewann ebenfalls Heister mit 2:1 Sätzen. Also Heister auch jetzt im Moment im Vorteil, weil er schon einen Durchgang für sich entscheiden kann. Steffen Fetzner, sagen wir etwas zum Spiel dieser beiden. Chiang Kong Wa, der Ben Holder Spieler, ist also wieder in Aktion. Wie kann man ihn im Einzel charakterisieren? Ja, Chiang Kong Wa hat eigentlich sehr, sehr guten Ausschlag. Das heißt, er hat sehr gute Schnittrotationen. Er wechselt das sehr gut. Das heißt, der Gegner kann es schwer erkennen. Man muss oftmals den Ball lang spielen. Und der Chiang Kong Wa hat dann natürlich einen sehr, sehr guten Vorhand-Topspin. Ne? Sein Handicap ist
einfach die Rückhand durch seine Schlägerhaltung bedingt. Das ist eigentlich sein Schwachpunkt, aber man muss erst mal dahin kommen, ihn da anzuspielen. Wenn man der Aussage seines Coaches glauben darf, Frank Heggenberger, dann hat Chang Kong war allerdings in der Bundesliga noch nicht gegen einen Linkshänder gewonnen. Und heute muss er gleich gegen zwei spielen, wenn es denn normal läuft, nämlich gegen ihn hier, gegen Danny Heister und auch Timo Boll, der ja an Nummer 2 spielt bei Gönnern, ist ein Linkshänder. Also keine leichte Aufgabe für den Hongkong-Chinesen Chang Kong Wah. Der ja noch für Hongkong international spielt. Langjähriger Nationalspieler schon für sein Land. Allerdings die internationalen Turniere nicht mehr mitspielen und deshalb auch auf der Weltrangliste nicht vertreten ist im Moment. Jetzt allerdings liegt er vorne, Chang Kong Wah, 18 zu 15 im zweiten Satz. Danny Heister, vielleicht sollten wir auch zu ihm einige Sätze sagen, ein Angriffsspieler. Er hatte mal mental so ein bisschen Probleme, aber das hat eigentlich Helmut Hampel hier in Gönnern ganz gut beheben können. Heister versteht es auch in kritischen Situationen durchaus, sein Spiel durchzuziehen, und das macht ihn zu einem richtig guten Spieler. Er gehört zweifellos zu den Besten im ersten Parkkreuz in der Tischtennis-Bundesliga. Steffen, wie sieht denn Ihre Bilanz gegen Danny Heister aus? Ja, ich glaube, die letzten zwei, drei Spiele habe ich verloren gegen ihn. Habe allerdings auch davor schon gewinnen können. Aber der Danny Heister hat hier eine ganz tolle Entwicklung gemacht hier in Gönnern. In dem letzten Jahr hat er schon eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt. Und jetzt speziell in der Vorrunde hat er, glaube ich, nur 4 oder 5 Spiele verloren. Und ich denke mal, dass es auch mit dem Aufstieg oder mit der guten Platzierung von Gönnern unmittelbar zusammenhängt, dass eben Danny Heister im vorderen Parkkreuz sehr gut spielt. Jetzt allerdings liegt er 17 zu 19 zurück im zweiten Durchgang gegen Chang Kong Wah. Jetzt 18 zu 19, ein enges Match. Wobei es eigentlich für Chang Kong Wah jetzt reichen müsste. Er hat 18 zu 17 einen eigenen Aufschlag und man weiß, er hat sehr gute Aufschläge und eigentlich müsste das Spiel oder diesen Satz jetzt nach Hause bringen. So nicht. Nein, das war eigentlich der Ball, den er haben wollte. Aufschlag, und er kommt einen langen Schubball in die Rückhand, kann seinen Vorhand-Topspin einsetzen, aber verschlägt den Ball. Also wieder Ausgleich, 19 beide. Jetzt sogar ein Matchball für Danny Heister. Ja, er konnte den Aufschlag sehr, sehr gut retournieren, kurz in das Netz. Und hat Chan dann auf seiner schwachen Rückhandseite anspielen können, hat den Punkt gewonnen. Noch ein Aufschlag jetzt für Chang Kong Wah. Und tatsächlich Ausgleich zum 20 beide. Es bleibt spannend in diesem zweiten Satz. Jetzt also Aufschlagwechsel nach jedem Punkt. Das ist die Regel im Tischtennis bei einem Stand von 20 beide. Bessere Ende wieder für Danny Heister. Ja, aber sehr gut gespielt. Also hat Chang Kong Wah vom Tisch weggetrieben und hat ihn dann auf die schwache Rückhandseite und dann letztendlich den Punkt über die Vorhandseite gewonnen. Wieder Ausgleich, 21 beide. Und das sind ja diese ganz kritischen Situationen. Situationen, mit denen Tischtennisspieler immer wieder konfrontiert werden. Ganz, ganz enge Spiele. Ein ganz leichter Fehler kann das Match entscheiden. Die Zuschauer natürlich stehen hinter ihm, hinter Danny Heister, der das Pokalfinale gegen Frickenhausen fast alleine entschieden hat, weil er 2 Punkte gemacht hat. Genau damals wie Timo Boll. War jetzt ein sehr guter Rückschlag von Chang Kong Wah, hat also eine tiefe Vorhand platziert. Und dann ein ganz kurzer Blockball in die Rückhand gespielt und Danny Heister hat mit der Rückhand verzogen. Satzball für Chang Kong Wah. Und da ist es soweit, 1 beide in den Sätzen. Also dieses Match geht in den entscheidenden Durchgang. Was muss er anders machen, Danny Heister? Ja, ich glaube, er hat eigentlich
die richtige Taktik gespielt. Er hat am Ende die Möglichkeit gehabt, hatte Chan Kumwa in der Rückhandhälfte, aber hat letztendlich da nicht den Punkt machen können. Jetzt sind wir schon im dritten Satz, beim Stand von 14-12, jetzt 14-13 für Danny Heister. Also das sind wirklich zwei ganz ausgeglichen spielende Akteure, der Holländer, den wir jetzt beim Ausschlag sehen, und Chan Kumwa. Chan Kumwa war übrigens seit 1996 wieder in Mülheim, wohnt seit 1986 in Deutschland, auch in Mülheim, hat außer für den PSV noch gespielt für Oberhausen. Ganz starke internationale Zeit hat der Mann mit der 2 auf dem Rücken gehabt bei der Weltmeisterschaft 1993, als er unter anderem den Vizeweltmeister schlug, Jean-Michel Zeef, den Belgier. Aber das ist schon ein paar Jahre her, aber ganz klar, er ist für jeden in der Bundesliga im oberen Parkkreuz ein absolut ernstzunehmender Gegner, dieser 36-jährige Chan Kumwa. Der allerdings, das muss man auch sagen, in der Bilanz in der Bundesliga nicht so gut dasteht, nur 7-15 heißt es da. Jetzt 15-14, die Führung für Heister. Ich glaube, jetzt eine entscheidende Situation. Chan Kumwa hat Aufschlag bei 14-16. Das heißt, er muss, glaube ich, mindestens 4-1 bei seinem eigenen Aufschlag spielen, um 18-17 in Führung zu gehen, denn meistens der Aufschläger, der am Ende dann doch Vorteile hat. Es gibt ja Bestrebungen, da ein bisschen was zu ändern, auch in den Regeln, dass vielleicht nur noch 3 Aufschläge gespielt werden, bis es wechselt. Wären Sie eigentlich dafür, dass der Aufschlag so ein bisschen sein Gewicht verliert? Ja, auf jeden Fall, denn die Ballwechsel sind doch sehr, sehr kurz geworden. Man müsste versuchen, etwas längere Ballwechsel wieder zu bekommen. Und ich glaube, der entscheidende Schritt dazu kann man erreichen, wenn man den Aufschlag entschärft. Das heißt, es muss für den Gegner sichtbar sein, wann der Ball getroffen wird. Es muss sichtbar sein, welcher Effekt im Ball ist, um dann auch dementsprechend den Rückschlag gut spielen zu können. Ich meine, dass es sogar schon Länder gibt, die nach anderem System spielen. Kann das sein, Steffen? In Schweden hat man Versuche gemacht, jetzt an der Zählweise. In Schweden wird dann so der dritte Satz dann im Tiebreak entschieden. Wobei ich denke, dass es vielleicht nicht unbedingt notwendig sein muss, an der Zählweise etwas zu ändern. Gut, bleiben wir mal bei diesem Spiel. 18-17, der Stand. Also, Steffen Fetzen hat recht gehabt. Er ist zumindest wieder herangekommen, Chan Kumwa. Muss allerdings jetzt Danny Heister den Aufschlag überlassen. Der könnte also jetzt mit eigenem Service dieses Spiel für sich entscheiden. Ja, ich glaube, es wird am Ende nicht reichen, denn Danny Heister verfügt eigentlich über ganz gute Aufschläge. Es müsste möglich sein, jetzt eine 3-2-Serie zu spielen bei seinem Aufschlag. 18 beide, alles drin. Ganz deutlich, der Aufschläger hat einfach den Vorteil, das aggressive Spiel nach dem Aufschlag beginnen zu können und gewinnt dann auch meistens den Punkt damit. Wieder sehr schön gesehen, Danny Heister schafft es, Chan Kumwa vom Tisch wegzutreiben, und dann macht er auch den Punkt und hat jetzt erstmal 2 Matchbälle, und das kann das 3-0 geben für Gönnern in diesem Mannschaftskampf. Aber den ersten Matchball kann Chan Kumwa zunächst einmal abnehmen. Ja, der Aufschlag war etwas zu lang und Chan Kumwa konnte direkt in den Angriff gehen und sehr viel Rotation, Topspin spielen. Danny hat ihn über den Tisch gespielt. Matchball noch. Den hat er genutzt. Danny Heister gewinnt mit 2-1 Sätzen gegen Chan Kumwa, bringt Gönnern mit 3-0 in Führung. Und nach dem Spiel hat sich Danny Heister unverzüglich auf den Weg zu Harald Schult gemacht. Danny Heister, die Augen werden jetzt vielleicht schon etwas kleiner, so 5 Minuten vor 9. Sie sind heute ganz früh rausgegangen. Hat Ihnen das Spiel Probleme bereitet, kräftemäßig? Ja, es war einigermaßen schon. Ich habe ganze Nacht geflogen und bin heute Morgen um 6:30 in Frankfurt gelandet.
Und man merkt doch, dass die Konzentration ein bisschen nachlässt. Und vor allem gegen Chang Kong-Wa hat heute auch sehr gut gespielt. Und durch die Konzentration habe ich doch was mehr Probleme gehabt mit seinen Aufschlägen. Spielen Sie denn eigentlich gerne gegen sogenannte Penholder oder bereitet es Ihnen eigentlich keine Probleme? Müssen Sie da nicht umdenken? Diese Saison geht es eigentlich ganz gut. Habe ich noch nicht gegen einen Penholder verloren gehabt. Vor ein paar Jahren war das ganz schwer für mich, weil ich noch nicht so einen guten Rückhand gehabt habe. Und jetzt kann ich die Penholder im Rückhand festnageln und meine Chance nutzen. Man hat aber gerade auch gesehen, Sie haben gut verteilt auf dem Tisch, keine Frage. Nun 3:0, ein toller Start an diesem Abend für Gönnern. Ich möchte noch schnell zu Ihnen kommen. Katar, hat sich das gelohnt? Sie sind in die letzten 32 gekommen, denn Sie spielen natürlich auch Bundesliga und kommen dann erst am Spieltag zurück. Lohnt sich das für Sie unterm Strich? Das Spiel ist verlegt worden und da konnte ich nichts mehr ändern. Und Katar, das ist nach der WM der stärkste Turnier. Alle gute Leute sind da und dann ist es doch schön, um mit denen zu spielen und gucken, wo die dann stehst. Und es hat trotzdem schon was genützt. Ja, Katar ist nicht unbedingt eine Tischtennis-Hochburg, aber als Profi nimmt man natürlich die Öldollars gerne mit. Ja, aber dann muss man noch ein paar Runden weiterkommen dann. Also hat es praktisch fast nichts gegeben, bis zu den die ersten 15 haben gut Geld gekriegt, ne? Ich glaube ab Viertelfinale und ja, ich war letzte 32, bin ich dann ausgeschieden. Aber ich sag schon was, es ist, erster Platz war $30.000 und ja, dann kommen alle gute Spiele kommen dahin und will versuchen, das wegzuholen. So, dann wollen wir uns mal anschauen, die Ergebnisse bis hierhin. Also, die beiden Doppel gingen an Gönnern, damit stand es 2:0 und auch gerade eben gesehen, ganz knapp ging es zu zwischen Danny Heister und Chang Kong-Wa. 2:1, 21:19 im dritten Satz. Überraschend dieser Zwischenstand 3:0? Nein, ich glaube nicht. Vor allem, wir haben zwei sehr starke Doppel, auch in Bilanz. Und normal, auch von der Bilanz her, muss ich eigentlich gegen Chang Kong-Wa gewinnen. Und wir sind jetzt gut vorne dabei. Und deswegen war es doch noch ein bisschen Druck. Trotzdem, dass ich aus Katar zurückgekommen bin, weil ja, wir wollen versuchen, hier bei die Spitze zu bleiben. Und das werden wir alles dran versuchen, das zu machen. Die Mülheimer wollen vor allem ja im oberen Parkkreuz punkten und dann natürlich vor allem Shen Zibin. Und ihr Spiel, das war schon ein kleines Highlight am heutigen Abend. Aber wenn man so im Vorfeld gefragt hat, was ist denn eigentlich das Highlight am heutigen Abend, dann hieß es, ja, eigentlich ist das Spiel von Timo Boll gegen Shen Zibin. Also die Erfahrung gegen die Jugend. Vielen Dank, Danny Heister. So sieht die Jugend aus bei Gönnern. Ja, vielleicht haben Sie sich gewundert, dass da oben stand 3:1. Hat er nur geholt im ersten Parkkreuz, der Timo Boll, den wir hier sehen. Aber das hat eine ganz einfache Erklärung. Der TTV Gönnern hat sich entschlossen, nach der Vorrunde ihn sozusagen aufrücken zu lassen. Er spielt jetzt im oberen Parkkreuz in der Rückrunde. Und da hat es eben erst 4 Begegnungen gegeben. 3 hat er gewonnen, 1 verloren. Und im Moment, in diesem ersten Durchgang gegen Chen Zibin, den Topspieler aus Mülheim, sieht es sehr, sehr gut aus für Timo Boll. Er führt mit 16:9. Und Steffen Fetzer, ich glaube, das ist schon eine kleine Überraschung, dass Timo Boll, dieser Nachwuchsspieler, wenn auch der Super-Nachwuchsspieler, aber er ist immer noch ein Nachwuchsspieler, gegen einen so etablierten, erfahrenen Mann wie Chen Zibin so deutlich führt. Ja, sicherlich. Chen Zibin hat, glaube ich, die beste Bilanz oder die zweitbeste Bilanz in der Bundesliga. Für Timo Boll ist es die erste Halbserie im oberen Parkreuzen gegen einen solch erfahrenen Mann. 18:9 zu führen, das ist schon eine steige Leistung bisher. Sie haben oft mit Timo Boll schon gespielt, Sie spielen im Doppel mit ihm. Was kann man sagen, was zeichnet ihn besonders aus? Es ist ja doch erstaunlich, dass ein so junger Spieler, der jüngste Bundesligaspieler überhaupt, den es je gegeben hat beim Deutschen Tischtennisbund, was zeichnet ihn besonders aus?
Ja, er ist ein sehr variables Spieler, hat vor allen Dingen keine Schwachpunkte. Also er ist eigentlich mit Vorhand und Rückhand gleich stark. Sein Vorhand-Topspin, Rückhand-Topspin sind eigentlich Waffen, die er jederzeit einsetzen kann. Und wie gesagt, seine größte Stärke ist, glaube ich, die Spielübersicht, die er jetzt schon mit 16 Jahren hat. Ich möchte fast sagen, sensationell, 21:9. Hier übrigens links Helmut Hampel, sein Trainer, der ihn geformt hat, der ihn genauso im Bereich des Hessischen Tischtennisverbandes trainiert hat, wie Jörg Roskopf. Hier hören wir mal hinein bei der Besprechung. Geht, über Mitte kurz zu gehen, auf die Aufschlag, Rückschlag, kurz, wenn es geht. Und dann musst du anfangen. Ab und zu mal zur Überraschung weit raus. Okay? Und denk dran, wenn der hinterm Tisch ist und spielt mit Rückhand, dann Tempo rausnehmen, weil er mit Rückhand arbeiten muss. Okay? Ja, aber super, war sehr gut gespielt. Auf geht's. So, come on. In einer solchen Situation 21:9 gewonnen, da braucht eigentlich der Trainer nicht mehr viel sagen. Er muss mehr sagen, Frank Hegenberger. Ja, der Helmut Hampel hat ja auch, glaube ich, nur noch mal die Taktik vorgegeben. Der Timo hat ja gemerkt, ich glaube, er hat eine sehr gute Taktik schon vor dem Spiel sich zurechtgelegt oder zusammen mit seinem Trainer besprochen. Die Taktik ist aufgegangen, aber sicherlich ist der Timo jetzt auch gewisse Weise euphorisch. Und man muss ihn vielleicht noch mal dran erinnern, auf welche Punkte es jetzt im zweiten Satz drauf ankommt. Vielleicht war dieser Sieg im Pokalfinale der absolute Durchbruch auch im oberen Fahrkreuz, sag ich mal, bei den Topspielern der Bundesliga für Timo Boll. Da besiegte er Erik Linz mit 2:0 und er schlug auch in einer ganz schwierigen Situation, nämlich beim 3:3 Gleichstand gegen Frickenhausen, als es also wirklich um die Entscheidung in diesem Pokalfinale ging. Da behielt er die Nerven und besiegte Qiu Jingxin, den Chinesen von Frickenhausen. Und wenn man in einer solchen Situation die Nerven behält als 16-Jähriger und das Pokalfinale entscheidet, das gibt doch enormes Selbstvertrauen für alle weiteren Begegnungen. Ja, ich glaube, er hat auch alle mit überrascht, dass er also wirklich in dem Pokalfinale der entscheidende Spieler war. Mit 16 Jahren bei 3:3 an den Tisch zu gehen gegen doch einen sehr erfahrenen chinesischen Spieler und dann eigentlich sehr souverän auch das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das erzeugt doch eine Menge Respekt bei den Gegnern. Steffen, Sie haben mit beiden Doppel gespielt, sage ich jetzt einfach mal, mit Jörg Roskopf und auch mit ihm, mit Timo Boll. Beide sind Linkshänder, beide galten so eigentlich mit als die größten Talente im deutschen Tischtennis. Wenn Sie die beiden mal vergleichen, wie würde das aussehen, ein solcher Vergleich? Ja, ich denke, der Jörg Roskopf eigentlich die härteren Schläge, ja? Wobei Timo Boll, wie gesagt, eigentlich keine Schwäche hat. Er ist vielleicht im Blockspiel was besser, das heißt im passiven Spiel besser als Jörg Roskopf, hat dafür aber nicht so eine Waffe wie der Rückhand-Topspin zum Beispiel von Jörg Roskopf. Man kann schon erwarten, dass Shenzi Bin sich das nicht gefallen lassen wird, dieses 9:21. Das ist ja fast eine Demontage eines Topspielers, was er da erleben musste in diesem ersten Satz. 4:3 allerdings schon wieder die Führung für Timo Boll. Shenzi Bin, sagen Sie was zu ihm. Haben Sie gegen ihn schon mehrfach gespielt, nehme ich an? Ja, auch schon mehrfach gespielt. Shenzi Bin hat eigentlich einen sehr gefürchteten Vorhand-Topspin. Er wird also sehr, sehr hart gespielt mit sehr viel Rotation. Seine Schwachstelle ist, glaube ich, die Rückhand, wo er eigentlich noch sehr passiv spielt, wo er eigentlich nicht Punkte macht. Er versucht eigentlich nach dem Ausschlag direkt mit der Vorhand an den Ball zu kommen und dann auch Punkt zu machen, wie man jetzt hier sehr schön sehen kann. Aber die Experten sind sich einig, wenn der Mann in Bestform ist, Shenzi Bin, dann kann er in der Bundesliga jeden schlagen. Und er hat es bewiesen beim 2:6 gegen Borussia Düsseldorf, als er nacheinander Wladimir Samsonov, den Weltranglisten-Ersten, den Weißrussen bezwang und eben auch Jörg Roskopf. Und in der Bilanz eben bei 18:5 Siegen steht. Also insofern dieses Zwischenergebnis hier schon sehr, sehr überraschend. Das ist natürlich für Mülheim ganz wichtig, dass Shenzi Bin punktet. Wenn er nicht punktet, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer, überhaupt noch etwas auszurichten in der Bundesliga-Partie. Sicherlich die vorentscheidende Partie, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Wenn Timo Boll es schaffen sollte, Shenzi Bin zu schlagen, dann muss man fast schon das Schlimmste befürchten für Mülheim. 9:6 wieder die Führung für den Deutschen, der wahrscheinlich auch mit dabei sein wird bei der Europameisterschaft. Ja, ich denke schon, die Nominierung wird jetzt nach den deutschen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende stattfinden, in Saarbrücken erfolgen. Aber ich denke, dass Timo Boll sicherlich zu den 5 gehören wird, die nach Eindhoven zu den Europameisterschaften fahren.
hat ja auch sehr gute Ergebnisse erzielt in dieser Saison und er ist erst 16 Jahre alt. Ich glaube, dass er noch einige Jahre spielen wird und sicherlich erst am Anfang seiner großen Erfolge steht. Im Jugendbereich hat er ja in Europa alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und ich glaube, dass er später auch im Herrenbereich Erfolge erreichen kann, die er jetzt bei den Jugendlichen erreicht hat. Der Chancy Bin, das sieht ein bisschen mutlos auch aus. Man hat das Gefühl, ihm fällt nicht so die rechte Waffe ein, die er gegen Timo Boll einsetzen soll. Hier ein weiterer Beleg, glaube ich, für diese Behauptung. Ja, ich glaube, er ist sich gar nicht bewusst, was passiert jetzt eigentlich am Tisch. Also er wird förmlich überrollt von Timo Boll, der ihm eigentlich gar keine Chance lässt, gut zu spielen. Er übernimmt sofort eigentlich die Initiative, auch schon beim Rückschlag. Und Chancy Bin ist eigentlich immer in der Defensive, kann nur reagieren, nicht agieren und ist eigentlich völlig überrascht, was passiert. Wobei man sagen muss, der Mühlheimer, Chancy Bin, ist ein Spieler, der von der Bundesliga heiß begehrt ist. So möchte ich es mal sagen. Man hört, dass auch der TTV-Gönner an ihm interessiert ist. Und der Manager Hartmut Merter hat heute in der Lokalpresse verlauten lassen, also bei uns könnte er sogar im oberen Parkkreuz spielen. Und das, obwohl ja Danny Heister und auch Timo Boll mit Sicherheit auch in der nächsten Saison für Gönnern spielen werden. Das ist also das Zuckerchen, mit dem man ihn locken will nach Gönnern. Aber es gibt auch andere Vereine, man hört auch von Borussia Düsseldorf. Also dieser Mann in der Bundesliga absolut heiß begehrt, auch wenn er in diesem Spiel alles andere als gut aussieht. Kann es sein, Steffen, dass vielleicht auch die allgemeine Situation, man liegt schon wieder klar hinten in diesem Spiel, dass das einen Spieler auch einfach mutlos macht, dass er sagt, Mensch, was soll's, ob ich jetzt gewinne oder verliere? Glaube ich nicht, Chancy Bin ist ja eigentlich die Situation gewohnt, denn Mühlheim hat oft das Problem gehabt, dass sie zurücklagen, aber Chancy Bin hat eigentlich trotzdem seine Spiele gewonnen und war an Punkte gerannt, hat ja auch insgesamt erst in der Saison 5 Spiele verloren. Aber ich denke, ihm fällt einfach nichts ein. Er weiß nicht, was er machen soll. Timo Boll spielt eigentlich zu gut. Er macht kaum Fehler. Riskiert viel, spielt mit sehr viel Selbstvertrauen und lässt eigentlich Chancy Bin überhaupt gar keine Chance. Ja, ein wirklich erstaunlicher Zwischenstand. 18:10 für Timo Boll, der mit 4 Jahren das Tischtennisspiel begonnen hat. Zu Hause mit Vater Wolfgang. Und 12 Jahre später sieht man es, er ist zumindest in der nationalen Spitze angekommen und in seiner Altersklasse ist er zumindest mal europäische Spitzenklasse. Er ist der beste Jugendliche in Europa und mit Abstand würde ich sagen. Er hat ja auch schon im Herrenbereich einige etablierte Spieler geschlagen und ich glaube, dass er in sehr absehbarer Zeit auch in die Weltspitze vorstoßen kann. Vielleicht eher sein Ziehvater, Helmut Hampel, 21:10, ein wahrhaft überraschendes Ergebnis gegen den ersten von Mühlheim, gegen Chancy Bin. Timo Boll bringt den TTV-Gönnern weiter nach vorne. Wir sind gleich zurück in Gönner mit weiteren Spielen. Im Schnelldurchlauf gegen Chancy Bin ist er kein schlechter. 21:9, 21:10, glatt in 2 Sätzen. Chancy Bin hatte bis dahin oder hat bis jetzt immer noch die zweitbeste Bilanz im oberen Parkkreuz. Haben Sie in der Bundesliga einen solchen Hochkaräter schon derartig abfieseln können wie heute? Nee, ich habe jetzt eine Bilanz von 4:1 und ja, ich bin selbst überrascht, dass es so klar ausging. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich bin voll zufrieden mit mir. Was war denn Ihrer Meinung nach der Schlüssel für dieses Spiel heute? Vor allem, dass es so klar ausging. Ja, ich habe sehr gut bei seinem Aufschlag gespielt. Ich habe sehr aggressiv gespielt. Er hat nicht zu seinem Spiel gefunden und das war, denke ich, der ausschlagende Punkt. Immer wieder unter Druck gesetzt. Wir haben dann noch mal eine Szene rausgesucht, in der Sie dann abschließend fast folgerichtig auch den Punkt machen, hier mit der Vorhand. Aber Ihr großes Plus, das sagen Sie selber, ist eigentlich ja Ihre Vielseitigkeit. Ja, das beidseitige Spiel, Vorhand wie Rückhand. Und so hat man relativ wenig Schwächen.
So, 21, 9, 21, 10. Sie spielen, wir haben es angesprochen, jetzt in der Rückrunde im oberen Parkkreuz mit einer Bilanz jetzt von 4-1. Fühlen Sie sich da schon heimisch? Nee, ich habe gegen die Leute immer noch nichts zu verlieren und ich spiele locker auf. War das eine Entscheidung des Trainers, der nach der Hinrunde gesagt hat, also Timo, jetzt ist es Zeit für dich nach dieser guten Bilanz im unteren Parkkreuz, oder ja, ist das eigentlich immer ein Zwiegespräch, wo Sie auch mal auf den Trainer zukommen können und sagen, also ich fühle mich eigentlich im oberen Parkkreuz mehr gefordert? Nee, es war so, der Trainer hat es mir überlassen, eigentlich, wo ich spiele, und im unteren Parkkreuz hatte ich eine Bilanz von 8-3 und ich wollte auch mal wissen, wie es im oberen ist. Es läuft für Sie momentan perfekt und viele erwarten natürlich von Ihnen auch sehr, sehr viel. Sie haben jetzt im letzten Jahr Ihre Schule abgeschlossen, mittlere Reife. Erstes Jahr Profi, wie ist das? Ja, im ersten Jahr macht es vor allem sehr viel Spaß. Ich kann länger schlafen vor allem. Und ja, das Training ist zwar hart, aber ich komme ganz gut über die Runden. Also Helmut Hampel, denke ich, wird dann ab und zu mal zu Hause anrufen oder telefonieren, ja, wenn der Timo Boll nicht aus dem Bett kommt, er steht ja hinter Ihnen und wird Sie weiter nach vorne bringen. Recht herzlichen Dank, also 4-0 zwischen TTV Rehbau Gönnern und PostSV Telekom Mülheim. Das heißt, die nächsten beiden Einzel, die können schon die Entscheidung bringen. Und das fünfte Spiel des Abends, da gehen wir jetzt rein. Und dieses fünfte Spiel lautete Xusen Kai gegen Christian Franzl von Mülheim und Sie sehen den Zwischenstand. Auch da sieht es alles andere als gut aus für die Mannschaft in Blau, obwohl hier Christian Franzl auch mal mit dem Mute der Verzweiflung alles probiert, aber da ist es schon passiert. 21-11, 21-13 für Xu gegen Christian Franzl. Ja, man muss sagen, vielleicht der letzte Amateur in der Tischtennis-Bundesliga, weil er voll arbeitet als Informatiker. Steffen Fetzner, ich glaube, das ist fast nicht machbar, dass man in einer solchen Klasse, ja, ich sag mal, als Feierabendsportler, so muss man ihn ja nennen, weil er nur nach Feierabend trainieren kann, dass man da überhaupt bestehen kann. Ja, ich glaube, er ist auch einer der wenigen Spieler, die noch einen Beruf nebenbei ausüben. Ein Tischtennisprofi muss ja auch einen täglichen Trainingsaufwand von 4 bis 6 Stunden aufbringen, um da mitspielen zu können. Und ich glaube, bei Christian Franzl war es auch nicht geplant, dass er noch als vollwertiger Spieler an Nummer 4 in Mülheim spielt. Aber durch den Rückzug vom Sponsor konnte man Petr Korbel, der jetzt bei uns im Verein TTC Zugbrügge Grenzau spielt, konnte man Petr Korbel nicht halten und war dann eigentlich gezwungen, Christian Franzl an Nummer 4 zu melden. Ja, wir sehen hier nochmal den letzten Ballwechsel in voller Schönheit. Ja, ein sehr schöner Ballwechsel, aber Xusen Kai wusste eigentlich, dass er das Spiel nicht mehr verlieren kann. Er hat einen Erstsatz gewonnen für 2013. Spielt ein bisschen für die Galerie und ich denke mal, die Leute sind auch dankbar, wenn sie ab und zu mal so einen Ballwechsel noch sehen. Die Ballonabwehr von Xusen Kai. Also, er bringt seine Mannschaft mit 5-0 in Front. Und bevor es jetzt in das nächste Einzel geht, nochmal zu Harald Schult. Dann nimmt das Verhängnis seinen Lauf für die Gäste aus Mülheim. Der Einzige, der noch ein 6-0 verhindern kann für Gönnern, das ist die Nummer 3 von PostSV Telekom Mülheim, Maxim Schmirev, der Russe. Aber er hat es mit keinem Geringeren zu tun als der jugoslawischen Nummer 1, Bobo Krujic. Ja, lange war unklar, ob Grujic, der Mann in Grün mit der 4 auf dem Rücken für Gönnern, ob er überhaupt würde spielen können. Er leidet nämlich an einer hartnäckigen Verletzung am verlängerten Rückgrat, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Die behindert ihn eigentlich schon seit einiger Zeit, seitdem er in Gönnern dieses doch recht harte Training mitmacht. Immerhin 10 Trainingseinheiten gibt es hier unter Helmut Hampel, aber er konnte spielen. Der Erfolg im Doppel hat ihm da vielleicht auch ein bisschen Auftrieb gegeben und er konnte nicht nur spielen, sondern er konnte auch richtig gut spielen, denn er hat den ersten Satz gegen Schmirev
aus Mülheim doch deutlich für sich entschieden mit 21-12. Jetzt 12-11 Führung für Grujic. Slobodan Grujic, die Nummer 1 aus Jugoslawien. Steffen, auch zu seinem Spiel ein paar Anmerkungen vielleicht? Ja, er ist auch ein Spieler, der eigentlich mit Vor- und Rückhand gut spielen kann, wobei er, glaube ich, auf der Vorhand etwas stärker ist, aber er kann auf der Rückhand den Ball sehr, sehr gut im Spiel halten und die Bälle eigentlich vorbereiten, die er dann letztendlich mit der Vorhand punktet. Er hatte Umstellungsprobleme, ganz klar. Er musste sich erstmal an dieses doch sehr intensive Training in Gönnern gewöhnen, aber mittlerweile hat er sich doch gefangen. Und wenn man mal hineinschaut in die Bilanz, 7-7, sie ist ausgeglichen bis zu dieser Partie heute. Maxim Schmirev, links aus Mülheim, ein Spieler, der im Training oft ganz, ganz hervorragende Leistungen bringt, aber er hat noch das Problem, so sagte uns der Trainer, dass er ein bisschen instabil ist, psychisch instabil, zweifelt häufig ein bisschen an sich selbst und wenn dann natürlich die Fehler sich häufen, dann ist es schwierig, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Schmirev, ein Neuzugang, spielte in der letzten Saison noch beim PSV Oberhausen in der zweiten Liga. Bevorzugt das kurze Spiel am Tisch. Schmirev, werden wir hier nochmal eine schöne Studie sehen von Bobo Grujic. Bobo, der Spitzname des Jugoslawen. Ich glaube, für Grujic ist auch ein bisschen das Problem, dass er jetzt zum ersten Mal hier in der stärksten Liga der Welt spielt und eigentlich jedes Wochenende ein bis zwei Spiele hat, in denen er also wirklich gefordert wird. Wobei er zuvor in Jugoslawien die internationalen Turniere mehr im Vordergrund gesehen hat, muss er doch jetzt hier in Deutschland eigentlich jede Woche Topleistung abbringen und das ist, glaube ich, nicht sehr einfach für einen Spieler, speziell für ihn, der auch sehr viel von seiner Fitness abhängig ist. Aber man ist durchaus zufrieden mit Grujic, denn er hat seinen Vertrag verlängert bis zum Ende der kommenden Saison. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Maxim Schmirev, beziehungsweise was passiert überhaupt mit Post-SV Telekom Mülheim, wenn sie denn die Klasse nicht halten können? Die Frage muss man vielleicht auch mal nachher stellen an den Trainer. Denn da gibt es Gerüchte, dass diese Mannschaft vielleicht auseinanderfallen wird, vielleicht nicht mehr in der zweiten Liga antreten wird. Im Moment zumindest sieht es nicht gut aus für die Mannschaft in Blau. Schmirev jetzt beim Aufschlag. 15-16. Jetzt der Ausgleich. Also es geht knapp zu in diesem zweiten Durchgang. Ja, man sieht, dass der Maxim Schmirev doch teilweise sehr, sehr gute Bälle spielen kann. Teilweise Weltklasse-Bälle. Aber dann folgen wieder zwei leichte Fehler. Und das ist jetzt große Manko in seinem Spiel, hat man eben gesehen, der Ballwechsel zuvor fantastisch und dann im Anschluss direkt ein Fehlaufschlag. Aber er feuert sich übrigens schon deutsch an. Komm jetzt, haben wir gerade gehört. Er lebt ja auch schon lange Jahre in Deutschland, hat zu meiner Zeit, als ich noch in Düsseldorf gespielt habe, mit uns in der Trainingsgruppe trainiert, hat bis vor kurzem auch noch zur Trainingsgruppe von Düsseldorf gezählt, aber hat in letzter Zeit auch sehr große Probleme mit Verletzungen. Das lässt sich dann auch im Spiel nieder. In seinem Heimatland, in Russland, ist er die Nummer 3 hinter den beiden Masunov-Brüdern. Der bekanntere ist sicher Dimitri Masunov, der in Ochsenhausen in der Bundesliga an Position 3 spielt. Also Grujic, fehlen jetzt nur noch 2 Punkte, dann hat er dieses Match entschieden und dann hat er auch die gesamte Begegnung zugunsten von Gönnern entschieden. 19-16 bei einem Aufschlag. Jetzt sogar 20-16, 4 Matchbälle, keine Gefahr mehr, oder? Eigentlich nicht, aber im Tischtennis ist alles möglich. Man kann innerhalb kürzester Zeit so ein sicher geglaubtes Spiel noch verlieren, aber er war einfach zu gut heute und vom Spielverlauf her war es, glaube ich, auch noch sehr, sehr schwer jetzt für Schmirev da das Spiel noch umzudrehen. Also, klare Sache, nicht nur in dieser Partie, 21-12, 21-16 für den Mann, der hier die Faust schwingt, für Bobo Grujic, sondern auch diese Mannschaftsbegegnung 6-0, klarer Sieg für TTV Gönnern. Ich bedanke mich herzlich bei Steffen Fetzner. Freut mich, dass das heute geklappt hat und hoffe, dass wir uns demnächst mal vielleicht bei einer anderen Bundesliga-Begegnung wiedersehen. Und damit von hier oben machen wir Schluss und wir geben ab zu Harald Schuld. 6-0, also ein klares Ding für die Gastgeber, für Gönnern gegen Mülheim. Und jetzt habe ich beide Trainer hier, Frank Heckenberger und Helmut Hampel. Ja, Heckenberger, Sie hätten sich das sicherlich anders vorgestellt. Nach 1,5 Stunden war hier alles vorbei. Doch ein bisschen schnell, ne? Ja, ich glaube, das hatten die wenigsten gerechnet, dass wir heute so deutlich unter die Räder kommen. Wir haben zwar schon in der Vorrunde mit 6-1 relativ hoch verloren,
Aber wir haben uns schon ein bisschen mehr ausgerechnet für die Rückrundepartie. Und ich muss natürlich sagen, die Mannschaft von Gönnern hat sehr gut gespielt und hat wieder erwarten, meiner Meinung nach wieder erwarten, fulminant aufgespielt. Und mir fehlen da einfach die Worte, muss ich ehrlich sagen. Unsere Mannschaft hat eigentlich von ihrem Niveau normal gespielt. Kongwa hat relativ gut gespielt, die anderen haben, naja, mäßig gespielt, aber dass wir dann 6-0 verlieren, war doch relativ deutlich. Herr Hampel, das war jetzt ein direktes Kompliment. Sie haben furios heute Abend gespielt. Sehen Sie es auch so? Danke erstmal, Frank. Ja gut, die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Ich meine, unser Grundstock zu dem Sieg waren die Doppel. Ich hatte das auch im Vorfeld schon gesagt, wenn wir zwei Doppel gewinnen, dann ist alles möglich. Und es hat sich auch dementsprechend bewahrheitet. Und was natürlich eine sehr gute Leistung war der Sieg von Timo Boll gegen Chen Zibin. Er hat in diesem Spiel taktisch ganz hervorragend gespielt und sehr diszipliniert gespielt. Und im Endeffekt hat er auch dann gewonnen und es war schon eine super Leistung. Auch wenn wir uns jetzt nochmal alles in der Übersicht anschauen, es lässt sich trotzdem mehr nichts machen für Mülheim. 0-6, es bleibt dabei. Also, die ersten beiden Doppel gingen verloren, dann gewann auch Danny Heister. Die Nummer 1 von Gönnern und gerade angesprochen eben die Partie Timo Boll gegen Chen Zibin. Hergenberger, wie würden Sie das sagen? Hat Chen Zibin mutlos gespielt oder sogar lustlos? Lustlos mit Sicherheit nicht. Man muss sagen, der Timo Boll hat sehr stark gespielt. Es hat seine letzte Form oder seine Form der letzten Tage bestätigt. Er hat wirklich das Spiel dominiert. Aber ich muss natürlich auch zur Entschuldigung von Chen Zibin sagen, er hat etwas viele leichte Fehler gemacht und das ist normalerweise nicht typisch für sein Spiel. Wenn er normalerweise einen langen Schupfball in die Vorhand bekommt, dann ist es zu 90% ein Punkt. Und heute hat er von diesen langen Schupfbällen vielleicht 20% getroffen und dann ist natürlich die einseitige Partie ein bisschen zu erklären. Ja, das wird Herr Hampel natürlich Timo Boll weitere Öffentlichkeit bringen. Was ist Timo Boll denn für ein Junge? Müssen Sie ihn immer am Boden halten oder ist er von sich aus so, dass ihm das eigentlich nicht zu Kopf steigt? Sie kennen ihn ja in- und auswendig. Also ich würde sagen, Timo Boll ist ein Junge, der sehr gut erzogen ist, der eigentlich sehr mit diesem Erfolg fertig werden kann und der eigentlich nicht abhebt. Und ich hoffe, er bleibt noch lang so. Ein Blick auf die Tabelle soll unsere heutige Sendung abrunden und auch abschließen. Also, Gönnern hat seine Position in der Tabelle gefestigt, vielleicht sogar ausgebaut. Ja, nach wie vor Tabellendritter, jetzt mit 16-8 Punkten. Also die Playoffs um die Meisterschaft sind fast schon erreicht. Das ist das Ziel von Gönnern, unter die ersten 5 zu kommen. Und für Mülheim wird es natürlich immer enger. Herr Heckenberger, also da hat sich punktemäßig auf dem positiven Konto nichts getan. Nach wie vor 4 Punkte zum rettenden Ufer. Wo sollen denn die Punkte geholt werden oder hoffen Sie nur auf die Playdowns? Ja, wir können natürlich nicht nur auf die Playdowns hoffen. Wir haben jetzt zumindest noch Jülich und Würzburg als direkte Mitkonkurrenten noch zu Hause in der Rückrunde. Und wenn wir die 4 Punkte holen sollten, dann wären wir zumindest punktgleich mit Würzburg. Und dann wäre für die Playdown-Runde eventuell noch was möglich. Ja, Ihnen wünschen wir alles Gute im Kampf gegen den Abstieg und für Sie, dass Sie die etablierten Vereine im zweiten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit nicht nur ärgern, sondern richtig angreifen. Recht herzlichen Dank an Sie beide. Ich darf Ihnen sagen, dass es Tischtennis wiedergeben wird im DSF und zwar in 2 Wochen. Das ist wieder ein Freitag, der 13. Und da sind wir wieder in Ochsenhausen. TTF Liebe Ochsenhausen gegen Borussia Düsseldorf. Das Ganze wie gewohnt um 20 Uhr. Ich bedanke mich für heute für Ihr Interesse hier aus Breitenbach mit einem klaren 6-0 von Gönnern über Mülheim. Und hier sind die Bilder des Tages. Tschüss. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV-Spielfilm. Ihre Programmzeitschrift präsentierten die Tischtennis-Bundesliga im DSF.
Die Highlights des Tages werden Ihnen präsentiert von Butterfly Tischtennis Equipment. Highlights des Tages wurden Ihnen präsentiert von Butterfly Tischtennis Equipment.